Oh mein Gott, ich habe ein ganz leichtes, flaues Gefühl im Magen, weil ich es ja getrunken habe. Huh. Hallo Leute, hier ist Hazel. In einem meiner letzten Videos habe ich euch gefragt, ob ihr dieses Video wollt. Und die meisten haben ja geschrieben. Deswegen gibt es jetzt dieses Video. Und zwar soll ich 24 Stunden lang auf meinem Essen diese scharfe Soße tun. Ja, es ist die Samyang Original scharfe Soße. Und der Farbe nach ist es die Soße, die auf den zweimal so scharfen Nudeln drauf ist. Extreme spicy. Hier gibt es auch Gerichtempfehlungen, das klingt richtig lecker. Bread, Burgers, Burritos, Chicken, Dips, Dumplings, Egg Rolls, Fries, Hot Dogs, Hot Pot, Meats, Nachos, Nudels, Nuggets, Pasta, Pizza, Rice. Man kann das auf alles machen. Also es ist quasi wie Sriracha, bloß viel schärfer. Zum Frühstück gibt's Brot mit Ei. 3,50 Euro. Haben wir das hier gekauft? Ja. Oder? Ja. Im Asiamarkt. Also frag mich bitte nicht, wo kann man das kaufen? Einfach bitte googeln. Aber wenn ihr mich unterstützen wollt, ich mache euch einen Amazon-Link rein. Shake well, weil das ist super flüssig und eigentlich ist die Soße ja nicht flüssig. Oh mein Gott, es ist sehr, sehr scharf. Aber es ist der Geschmack von der Soße, von den Nudeln. Also geschmacklich ist es gut, aber es ist richtig scharf. Dann weiß ich ja schon, wie ich dosiere. Ah, ist sehr flüssig, ne? Ist viel flüssiger als Sriracha. Tabasco ist auch so flüssig, ja. Das wird ein Frühstück. Ja, sehr scharf. Es geht direkt ins Zahnfleisch. Aber schmeckt trotzdem. Es ist eine süßliche Schärfe auf jeden Fall. Oh, das kennen wir ja natürlich schon von den scharfen Nudeln. Aber ich kann bestätigen, dass es mindestens diese doppelt so scharfen Nudeln sind. Es ist wirklich scharf und es geht direkt, nachdem man es berührt hat, kann man es spüren. Das wird ein harter Tag. Und ein harter Tag danach auf der Toilette. Ich muss echt sagen, das Brot dämpft die Schärfe ab, weil wenn man die Nudeln isst, sind die Nudeln ja schon richtig vollgesogen mit der Soße. Und deswegen ist es eigentlich ganz geil, wenn man es auf sein Essen kippt, zusätzlich. So, als nächstes hat sich Dirk noch etwas ausgedacht, damit ich keinen geilen Tag habe. Er hat mir Tomatensaft gekauft. Ich muss ehrlich sagen, ich trinke sowas nicht. Ich habe einmal aus Versehen so einen Bloody Mary bestellt und ich habe ihn nicht ausgetrunken. Weil Bloody Mary ist nämlich Wodka und Tomatensaft. Und deswegen kenne ich mich überhaupt nicht aus mit der Zubereitung von Tomatensaft, aber ich weiß, dass man da manchmal Tabasco reinmacht. Oder halt das. Ich kann schon verstehen, warum man Tomatensaft trinkt. Halt wie Tomatensoße. Und flüssig. Ich kenne Tomatensaft auch so vom Flugzeug. Ich weiß, dass Crispy Rob das macht, wenn er im Flugzeug ist. Hat er mal gesagt. Ich probiere es einfach mal so. Abartig. Das ist wie flüssige Tomatensoße einfach, ne? Okay. Ja, noch Pfeffer rein. Wieso? Okay. Wozu puste ich? Oh, ist richtig scharf. Oh nein. Dafür, dass ich nur so ein bisschen reingemacht habe, dachte ich, es wäre nicht so krass scharf. Kann ich noch ein paar Nudeln reinkippen? Nein. Ich habe aber die Hälfte getrunken. Es ist schon scharf. Also dadurch, dass ich es ja getrunken habe, ist die Schärfe direkt in meinen Rachen gelandet, beziehungsweise hier. Aber Tomatensaft ist nicht so abartig, wie ich gedacht habe. Aber ich würde es trotzdem nicht in meinen Alltag integrieren. Da esse ich lieber Tomatensoße. Und wie wär's, wenn du mal einen Schluck probierst? Ne. Vielleicht kennt ihr ja die japanische Serie Der nackte Regisseur. So müsst ihr es euch bei uns vorstellen. Es sind heute 30 Grad, ja. Und Dirk steht hinter der Kamera mit einer Unterhose. Das ist auch seine Begründung, sich nicht zu zeigen und das mal zu probieren. Einmal extra, dann hast du es. Ja, sag's auch so, als wäre es einfach. Ey, hast du nicht mal ein Stück von einem scharfen Chip gegessen? Boah. Und jetzt gehen wir kurz raus in die Stadt. Deswegen bin ich auch umgezogen. Wer kennt's nicht? Immer die Soße mit am Start. Ich habe ein ganz leichtes, flaues Gefühl im Magen, weil ich es ja getrunken habe. Und wenn man das trinkt, dann landet es halt meistens direkt in den Magen. Ja, egal. Okay, hat sich doch erledigt. Das Gewitter ist schon ausgebrochen heute. Ich dachte, es bricht erst um 16 Uhr aus, aber es fängt schon jetzt an zu regnen. Dann werde ich mir was zu essen bestellen. Auf was habe ich denn Lust und wird empfohlen? Burger mit Pommes. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Burger und Pommes. Okay. Hört ihr das Gewitter? Es
Essen ist fertig. Veggie Potatoes. Dann habe ich hier einen Veggie Burger. Und Dirk ist diesmal angezogen und hat sich auch was bestellt. Ich weiß gar nicht, was ich für eine Soße habe. Spielt eh keine Rolle, da diese Soße alles überspielen wird. Okay. Bisschen verteilen. Also, guten Appetit. Die Schärfe kommt erst im Abgang, aber ich finde es einfach so geil, dass ich im ersten Moment so das Brot schmecken kann, den Salat, den Patty. Also die Soße ist echt geil, so einfach so, um zu rauf zu schmieren. Besser als das in den Nudeln zu essen. Wirklich? Ja, weil die Nudeln sind zu scharf. Komm, gönn mir auch was von der Soße. Hau die Soße rauf, mein Schatz. Erstmal verteilen. Wirklich eine besondere Schärfe. Wenn ihr diese Nudeln mögt, dann kann man das echt machen. Schmeckt echt nach den Nudeln, aber halt noch nach Burger. Und wenn man ehrlich ist, wir mögen die Nudeln eh nur wegen der Soße. Mhm. Weil die Nudeln sind eigentlich alle gleich, aber die Soße macht es. Und jetzt noch auf den Pommes-Wedges. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die Soße eher so am Rand habt oder komplett drüber. Ich bin eigentlich die Person, mir ist es voll egal. Und komplett drüber, da habe ich kein Problem mit. Aber diesmal bin ich natürlich vorsichtig. Deswegen kommt es für mich auf den Rand. Schon sehr scharf. Es ist wirklich sehr scharf. Jetzt merke ich es voll. Aber süß scharf. Mhm. Aber die Süße ist nur für eine Sekunde. Danach ist es nur noch scharf. Oh, ich spüre es gerade ein bisschen in meinem Magen. Ey. Fand es aber geil. Ich dippe manchmal noch in die Soße. Ja. Aber die orangene Farbe ist genau die der Nudeln, wa? So, nach jeder Mahlzeit habe ich ein ganz kleines, flaumiges Gefühl im Magen, aber es vergeht immer ganz schnell. Mir geht es eigentlich ganz gut und wir machen uns gleich auf den Weg zu meinen Eltern, auch wenn es draußen regnet und stürmt. Meine Eltern holen mich ab. Ich bin so ein Glückskind. Wir essen heute bei meinen Eltern Hotpot und zufälligerweise steht Hotpot sogar als Empfehlung auf dieser Soßenbeschreibung. Und so geht es Dirk. Ich habe schon zweimal gekackt. Das war nicht geil. Dirk wollte aufhören, die Soße zu essen. Ich vertrag die halt gar nicht. Und ich muss ehrlich sagen, den Hotpot, den ich gerade gegessen habe, das war mit das Schärfste heute, weil durch das Wasser, was halt im Hotpot ist, ist die Schärfe halt einfach viel intensiver und meine Schwester hat auch tatsächlich davon probiert. Und dafür, dass die Schärfe eigentlich ganz gut aushalten kann, hat sie fast einen Kollaps gekriegt. Also sie hat geschwitzt und gehechelt. Aber ich habe sie gewarnt. Das ist mein Dessert. Das Eis ist eigentlich richtig gut zum Abkühlen meines Körpers, denn irgendwie fühlt sich mein Körper einfach nur warm an. Von hier bis zum Magen hin spürt man einfach, dass irgendwas abgeht. Und wie man sieht, habe ich noch nie in einem Eisladen gearbeitet. Wow, Dirk. Das ist das letzte Essen. So an der Seite. Oh, sieht aus wie Äpfelsauce. Also ich bin sowieso kein Fan von Geschmackskombinationen. Erdbeersauce. Jetzt kommt die Schärfe. Das ist echt weird. Meistens, wenn ich Sachen esse und kombiniere, da schmecke ich beide Geschmäcker getrennt raus. Aber hier hat es sich wirklich gut vermischt, die Schärfe mit dem Eis. Und das Eis mildert ja auch noch die Schärfe ab, weil da, das ist ja nicht vegan, ne? Das ist mit Milch. Eigentlich ganz nice, aber ich würde es gern ohne die Soße essen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was eure Lieblings-Ben & Jerry's Eissorte ist. Meine ist Chunky Monkey, aber nicht die vegane Version. Und das letzte Mal, als ich Chunky Monkey gegessen habe, ist 2016 in New York. Hat das Gefühl, es gibt es gar nicht mehr. Nur noch die vegane Version. Die kann schmecken, aber wenn man die echte Version vorher gegessen hat, nicht. Bei einigen Marken, wie zum Beispiel Magnum, da bevorzuge ich die vegane Version, aber bei Ben & Jerry's nicht. Ganz komisch. Okay, das war definitiv ein anderes Dessert, aber ich fand es nicht so schlimm, weil das Eis hat irgendwie die Schärfe abgemildert. Dirk ist einfach nur schwach. Daumen hoch, wenn ihr auch so schwach seid wie Dirk. Ich werde das ganze Essen jetzt erstmal verdauen und morgen sag ich euch, wie es mir geht. Darauf freut ihr euch doch. Dann morgen. So, es ist mittlerweile der nächste Tag und ich kann zugeben, ich hatte gar keine Probleme auf der Toilette. Aber wisst ihr, wer die hatte? Noch am selben Tag. Dirk ist, glaube ich, viermal auf Toilette gegangen oder so. In der Nacht. Es war schlimm. In der Nacht? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr so seid wie ich oder so seid wie Dirk. Ich sehe gerade auf Klo so, man hat es ein bisschen gespürt, aber gebrannt hat nichts. Und ich so. Warum kannst du dich nicht daran gewöhnen? Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben. By the way, dieses Outro wird
eine halbe Stunde, bevor das Video online geht, gerade gedreht. Deswegen ist das live. Aber wenn ihr mich wirklich live treffen wollt, dann folgt mir gerne auf Twitch oder Instagram. Also so live, nicht in Person. Ihr wisst schon, was ich meine.